Facts zum Gruße, Leute. Wer stiehlt uns denn immer nur diese ganzen Sachen hier? Der Rubin ist weg, die Maske ist weg und überhaupt. Es ist wieder eine Menge passiert zuletzt und wir sind wieder zurück mit Geron. Und ich bin ja mal gespannt, was er jetzt so sagt. Sagt er überhaupt noch was? Finden wir hier überhaupt noch was? Ich gehe einfach mal raus. Bei allen Zwölfen. Ruhig, Geron. Ich bin nicht hier, um dich zu verletzen. Wer bist du? Die Maske machte den Verkiner dumm und leer. Die Prinzessin löste seine Fesseln. Sie ließ sich von ihm über die letzte Hürde heben und trat so endlich vor die Tore von Draconia. Was soll das hier werden? Willst du das Rätsel lösen, Geron? Willst du Nuri helfen? Ja, aber... Dann beweise mir, dass du nicht dumm bist. Sei gegrüßt, Reisender. Praios, beschütze mich. Draconias Tor wird von 6 Elementarwesen bewacht. 6 Wesen mit 6 Rätseln, die Sattler zu lösen hat. Brüder und Schwestern sind wir. Einem jeden sein Element. Sag uns, wer wir sind. Und auch du seist uns nicht mehr fremd. Du hast sie gehört. Sag den Fratzen, welchem Element ein jeder angehört, so wie es Sattler einst tat. Und der Weg nach Draconia wird sich auch für dich öffnen. Das ist ja ein unheimlicher Typ. Und was sind das jetzt hier für... Ach, das sind Steinköpfe, okay. Ist ein bisschen unheimlich gerade. Ich kann ihn nicht klar erkennen. Eis, Feuer, Humus, Wasser, Luft und Erz. Welcher Elementargeist gehorcht welchem Element? Okay, dann reden wir einfach mal. Wie mein Bruder bin ich mal heiß, mal kalt und immer in Bewegung. Doch anders als er bleibe ich dabei immer derselbe. Wer bin ich? Ah, jetzt muss ich nachdenken. Heiß und kalt bleibt immer dasselbe. Also Feuer kann es ja dann schon mal nicht sein. Humus glaube ich dann auch nicht. Heiß und kalt. Luft wohl nicht. Also mein erster Gedanke war eigentlich eher Wasser oder Eis halt. Ich überlege gerade, ob Erz auch passen würde. Ich lasse es mal eben kurz. Ich schweige mal und rede mit dem Nächsten. Halt mich bei Laune, sonst vergehe ich. Halt mich in Schach, sonst versehre ich dich. Wer bin ich? Feuer, glaube ich. Du bist Feuer. Okay. Ich kenne die Welt wie kein anderer. Man kann durch mich hindurchgreifen, und doch verberge ich ihre größten Geheimnisse. Wer bin ich? Man kann durch ihn hindurchgreifen, und er verbirgt Geheimnisse. Vielleicht Wasser? Du bist Wasser. Von all meinen Geschwistern entstand ich zuletzt. Ich gebe jedem Leben. Aber wo ich gebe, dann nehme ich auch zurück. Wer bin ich? Humus würde da ganz gut passen. Also du bist Humus? So, Erde und so. Also wenn jemand stirbt, dass er dann wieder zurück in die Erde Haltet geht. Haltet mich fern von meiner Schwester in der Mitte. Erst raubt sie meine Form und schließlich meine Substanz. Das wird wohl... Wer bin ich? Das wird das Eis sein. Man soll nämlich nicht in die Mitte von Eis gehen, da ist es am schwächsten und dann bricht man ein. Du bist Eis. Aber was war dann das Letzte? Was hatte ich dann noch nicht? Passt das Letzte dann? Wie mein Bruder bin ich mal heiß, mal kalt
und immer in Bewegung. Doch anders als er bleibe ich dabei immer derselbe. Also, Wer bin ich? Nur die Luft hatte ich noch nicht. Und ob das hinhaut? Mal gucken. Du bist Luft. Tut sich gar nichts. Hab ich denn jetzt alle? Eis, Feuer, Humus, Wasser, Luft. Ach, da fehlt mir. Moment, da fehlt mir einer. Da fehlt einer. Wie mein Bruder. Doch weh. Ist er jetzt weg? Ich will... Sie starren mich an. Das tun sie auch, Georg. Das tun sie auch. Ich hab den Kopf vergessen. Ist das jetzt hier Luft? Ich bin die Schwester mit der größten Geduld. Äonen feile ich an meinen Schätzen und trage das Antlitz der Welt. Wer bin ich? Erz. Dann fehlt mir der noch. Du bist Erz. Jawohl! Juhu! Es ist vollbracht. Das Tor nach Draconia steht dir nun offen. Ich sehe nichts. Tritt näher. Ich freue mich gerade mega, dass ich das auf Anhieb alles richtig geschafft habe. Ich hatte nur Erz vergessen. Aber das ist doch super, ich habe es alles geschafft. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass ich nicht zu allem jetzt so eine Erklärung geliefert habe, wie ich darauf jetzt gekommen bin. Ich denke, einiges erschließt sich von selbst und bei anderen müsst ihr halt dann mal ein bisschen um die Ecke denken. So. Er ist auch nur eine Versteinerung. Er hält etwas in der Hand. Ein Buch. Geron, bist du hier? Breda. Ah, du bist noch da. Ist Eurich oben? Nein, er liegt dort hinten auf dem Boden, der Staubhaufen. Das ist nicht dein Ernst. Vielleicht setzt du dich erst mal. Ich muss dir etwas zeigen. Interessant. Es ist ein Tagebuch, geschrieben von einem Luftmagier, der zu Sadjas Zeiten in Draconia lebte. Hier, die anstehende Schlacht in der Gorischen Wüste, das heilige Heer vor unseren Toren, verlangte man auch von uns, einen Teil in diesem beispiellosen Blutbad zu spielen. Meinst du, das Buch gibt uns einen Hinweis, wie wir den Weg nach Draconia finden? Ach, Geron... Das Buch ist der Weg nach Draconia, wie jedes Buch ein Tor sein kann. Ah, das sieht nach einer guten Stelle aus. 19. Boron, 590 nach Bosparans Fall. Kapitel 5. Ich befand mich gerade auf dem Weg zu den Laboren der Erzfakultät, als Admiral Vahim mich überraschend im Hauptgang abfing. Eure Haltung ist untragbar, Xerxes. In 3 Tagen werden die Dämonenhorden über Aventurien herfallen. Ja? Wenn mein Heer untergeht, dann ist es eure Ignoranz, die uns zu Fall brachte. Ach, Admiral, ich weiß. Aber ihr übertreibt. Wir sind einfache Elementarmagier. Wir haben uns in diese Hallen zurückgezogen, weil uns die Belange der Welt ermüden. Wir sind keine Krieger. Ihr gebietet über die Elemente. Ihr könnt mit euren Geistern Wirbelwinde über die gegnerischen Horden schicken oder einen infernalen Feuersturm. Keshal Ri selbst ist Zeuge eurer Macht. Schwebesteine sind eine Sache. Krieg. Eine andere. Schlagt euer kleines Geplänkel bitte alleine. Ich wiederholte meine Worte vom Vortag, betonte, dass wir das Gleichgewicht der Sphären nicht bedroht sahen und erlaubte mir sogar einen kleinen, raffinierten Wortwitz über den militärischen Eifer unserer Zeit, der zu meiner Enttäuschung jedoch nicht als solcher verstanden wurde, als die Geister am Tor auf einmal ihre Pforte öffneten.
Erwartet ihr jemanden? Nein. Herzlich willkommen im Konzil der Elemente. Was kann ich für euch tun? Juhu, Kapitel 4 Erfolg. Was kann ich für euch tun? Draconia vorstellen, in die Schlacht eintreten. Draconia. Ist dies Draconia? Ja, das Konzil der Elemente zu Draconia. Ihr benötigt die Dienste eines Elementarmagiers? Ich stelle mich mal vor. Ich heiße Sadia. Ich komme aus Fazar. Fazar? Ein weiter Weg. Seid ihr die ganze Strecke zu Fuß gelaufen? Ja. Ich bin hier, um mich dem Heiligen Heer anzuschließen. Ich will in der Gor kämpfen. Damit habe ich nichts zu tun. Wir können jeden gebrauchen, den wir kriegen können. Was kannst du? Ich suche einen Prinzen. Ich soll ihm diese Maske überreichen. Xerxes, bringt sie zum Prinzen. Mir wäre lieber, ich... Sofort. Wenn ihr mir bitte folgen wollt... Ich muss gestehen, wir sind etwas... wie soll ich sagen... überrascht über eure Ankunft. Nicht viele Menschen verirren sich hierher. Ehrlich gesagt ist mir dies auch ein Segen. Dieser Admiral geht mir langsam auf den Geist. Wusstet ihr, dass Draconia einst von Drachen erbaut wurde? All die Wunder dieser Welt vereint an einem Ort. Und hinter jedem Stollen verbirgt sich eine neue Überraschung. Und dieser Mann will, dass wir all das liegen lassen und in seinem komischen Krieg mitkämpfen. Könnt ihr das fassen? Darf ich fragen, was es mit dieser Maske auf sich hat? Sie entzieht Menschen ihre Erinnerung. Sie gehört einst einem Magier-Mogul. Ich weiß es nicht. Sag ich das überhaupt, was mit der Maske ist? Also das mit, also die ganze Wahrheit sagen, das werde ich nicht tun. Gehört einem Magier? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Dann ist es gut, dass ihr hier seid. Wir im Konzil der Elemente sind auf die Erforschung geheimnisvoller Artefakte spezialisiert. Diese zeitlosen Hallen bieten viel Gelegenheit dazu. Ach, die Zeit. Ist Zeit nicht etwas Erstaunliches? Auf den ersten Blick wirkt in Draconia alles gigantisch und wir so klein. Aber das ist nichts im Vergleich zu der monumentalen Größe der Zeit, die in diesen Hallen schlummert. Unserem Wissen nach ist dies das älteste Bauwerk Aventuriens. Fast so alt wie die Zeit selbst. Ich hoffe, ihr habt einen langen Atem. Diese Treppe hier ist grausam. Und hier ein weiteres urzeitliches Wunder, über das wir nur staunen können. Ein Sternensystem, aber faszinierenderweise nicht das unsere. Wer hat es gebaut? Und warum? Zeigt es die Vergangenheit? Oder eine ferne Zukunft? Ich behaupte ja, es zeigt beides. Und eine weitere Treppe. Ah, die Zucchini. Ich liebe Zucchini. Warum ist Draconia so leer? Ich dachte, ihr zieht bald in den Krieg. Wo ist das Heer? Falsch. Wir, das heißt das Konzil, hat beschlossen, sich aus diesem Krieg herauszuhalten. Man drängt uns, unsere Meinung zu ändern. Aber solange das Sphärengleichgewicht nicht gestört ist, sehen wir keinen Grund dazu. Verdammt! Das heißt, es gibt hier kein Heer? Doch. Da hinten. Die fliegende Feste Keschalri. Ein Meisterwerk der elementaren Luftmagie. Habt ihr noch eine letzte Frage, bevor ich euch zum Prinzen führe? Ah, das ist ja manchmal wie in so einem Film hier. Man guckt die ganze Zeit zu und die Welt wird immer größer und schöner und weiter und es wird alles immer so interessant. Um jede Ecke ist irgendwie so ein anderes Geheimnis. Ja, haben wir noch irgendwas? Prinz, fliegende Feste, keine Beine. Ich frag mal nach der Feste.
darin befindet sich das Heilige Heer? Ja, eine ganze Armee von Geweihten. Ein zweites Heer marschiert gerade von Zorgan Richtung Gor. In 3 Tagen werden beide Truppen kurz vor dem Plateau zueinander stoßen und gemeinsam in die Schlacht eintreten. All der Aufwand nur, um zu sterben. Tragisch. Wer ist der Prinz? Die Festung wird von 100x100 Luftgeistern getragen, die in besonderen Kristallen gebunden wurden. Sogenannten Schwebesteinen. Der Prinz ist ein Meister der Beherrschungsmagie. Er sorgt dafür, dass die Geister in den Steinen bleiben und tun, was von ihnen verlangt wird. Aber wieso ein Prinz? Wie Admiral Vahrim immer so schön sagt, in solchen Zeiten nimmt man, was man kriegen kann. Keine Beine. Ach, darauf spricht sie ihn jetzt an. Was ist mit euren Beinen? Ich bin mit sehr schwachen Beinen geboren. So schwach, dass sie nicht mit meinem restlichen Körper mitwuchsen. Ein Luftgeist trägt mich seither durch mein Leben. Ja, das ist ja nett von dem Luftgeist. Bringt mich zur Festung. Ich muss diesen Prinzen sehen. Und wieder schließt ihr voreilige Schlüsse. Der Prinz befindet sich nicht mehr auf der Festung, sondern hier in diesem Loch. Nehmt meine Hand. So, da wären wir. Ich hab euch ganz schön in eine Falle gelockt, hm? Ja, der Prinz ist ein Gefangener und ja, ihr habt ihm zugespielt. Habt ihr irgendetwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Gefangener Prinz, Gefängnis, Maske, Unschuld. Was hat er getan? Er hat sich an den Schwebesteinen der fliegenden Festung zu schaffen gemacht. Er ist böse. Und wir haben ihn gefangen. Ihr wisst nichts darüber? Dieser Raum ist ein Gefängnis? Draconia hat keine Kerker. Daher mussten wir umdenken. Wir befinden uns hier direkt über dem Sphärenobservatorium. Die Magie des Observatoriums hält die Matrix des Raumes stabil. Das macht es unmöglich, hier zu zaubern. Ihr versteht das Prinzip? Nein. Dabei ist es so einfach. Ich kann nur noch auf die Maske ansprechen. Oder Unschuld. Was will er mit der Maske? Wer weiß? Ich wusste bis eben noch nicht einmal, dass so ein Artefakt überhaupt existiert. Lasst mich gehen. Ich habe die Maske unter falschem Wissen hierher gebracht. Ich bin unschuldig. Ich weiß. Auf dem Weg hinauf habe ich einige Zauber auf euch gewirkt. Ich weiß, dass ihr nichts Böses wollt. Na dann. Bevor ich euch gehen lassen kann, müsst ihr mir erst die Maske, euren Stab und den Dolch geben. Anders geht es nicht. Ich will die Sachen ihm aber nicht geben. Gerade meine 3 tollen Sachen nicht. Rede mal mit mir. Bleibt ihm bitte fern. Ich müsste euch sonst in den Abgrund stoßen. Wie lustig. Aber echt. Sie hat genau dasselbe gedacht wie ich. Was ist dies für ein Ort? Es gibt keinen Kerker hier in Draconia. Daher haben wir den Hohlraum über dem Observatorium für diesen einen Fall in ein Gefängnis umgebaut. Das elementare Gleichgewicht und die Harmonie über dem Sphärenraum verhindert jede Form der magischen Einflussnahme. In dieser Atmosphäre ist es keinem Sterblichen möglich zu zaubern. Ihr versteht? Keinem Sterblichen? Vielleicht kriegen wir das ja dann doch noch hin. Der soll mal hier die, der soll mal die Maske aufsetzen. Oder der Stab soll uns mal helfen. Was machen wir denn da am besten? Bleibt ihm bitte fern. Er ignoriert mich. Er will, dass ich ihm meine Waffen gebe. Rede mal mit mir, Stab. Er hat den Verkina in seinen Untergang geschickt. Er ist böse. Dann will sie den Stab ja loswerden, ne? Ist so der letzte Stand. Was mache ich denn da am besten? Ich glaube, meinen Dolch brauche ich hier aber am wenigsten, oder? Mache ich denn da bloß? Ich warte. Dann muss ich ihm die Sachen geben, oder wie? Bleibt ihm bitte fern. Was ist, wenn ich die Maske irgendwie... Ha!
Halt! Seid ihr des Wahnsinns? Ihr habt mich doch hierher gebracht. Keine Sorge, Magier. Du kannst die Maske ruhig haben. Noch brauche ich sie nicht. Seht ihr? Und nun gebt sie mir. Mhm. Da dreht er ja total ab anscheinend. Dann geben wir sie ihm. Fehlen nur noch der Dolch und der Stab. Gib ihm mal den Stab. Bleibt ihm bitte. Dann gib dem auch dem. Und nun noch der Dolch. Nervig, blöd. Mir bleibt aber, ich glaube, nichts anderes übrig. Ich bin gleich zurück. Tschüss. Und weggeschwebt. Wer auch immer du bist, danke, dass du sie hierher gebracht hast. Hätte ich gewusst, dass du dahinter steckst, hätte ich es mir zweimal überlegt. Hallo, Kasim. Ich bin es. Satya. Satya? Satya! Wie lange ist das her? Seit du mich aus dem Palast werfen ließt, lange genug, um diese Zeit hinter mir zu lassen. Als hätte sich seither irgendetwas verändert. Ich bin immer noch der alleinige Erbe der Mogul-Dynastie. Und du? Du bist nichts. Du irrst. Ich werde in die Schlacht gegen die Dämonenhorden eintreten und ich werde triumphieren. Ganz Avestan wird meinen Namen kennen. Und alle Menschen werden in Ehrfurcht vor mir auf die Knie fallen. Glaubst du das wirklich? Du kannst dich nicht ändern, Satya. Du wirst immer mal diejenige bleiben, die du einmal warst. Zweitrangig, unbedeutend. Mein Name dagegen, mein Name wird unsterblich sein. Nehmt meine Hand. Ich bringe euch an einen gemütlicheren Ort. Was glaubst du, woher kannten sie sich? Er ist ein Prinz, sie eine Prinzessin. Vielleicht sind sie Geschwister. Was mich vielmehr wundert, ist, woher der Magier von ihrem Gespräch wusste. Er war nicht dabei, und doch steht es in seinem Tagebuch. Lies mal weiter. Ich brachte die Frau auf ihr Gemach. Es war offensichtlich, dass sie den Prinzen kannte. Doch konnte ich auch weiterhin keine Böswilligkeit in ihr erkennen. Um sie im Auge zu behalten, befahl ich einem meiner unsichtbaren Luftgeister, sie auch weiterhin zu beobachten. Aha! Ich werde euch nun allein lassen. Ruht euch aus. Ihr werdet bei Kräften sein müssen, wenn wir euch morgen zurückschicken. Ich bin nicht hierher gekommen, damit man mich zurückschickt. Ihr wart das Instrument eines Verräters. Ich bezweifle, dass Admiral Vahim so jemanden auf seiner Festung haben will. Lasst mich mit ihm reden. Auf dem Tisch steht Wasser. Frisches Gemüse lasse ich euch bald bringen. Wir sehen uns dann im Morgengrauen. Gute Nacht. Wenn ihr nicht mit dem Admiral reden wollt, dann mache ich es selbst. Und bleibt bitte auf eurem Zimmer. So. Gutmütig. Aha, okay. So, jetzt sind wir hier und hier machen wir das nächste Mal weiter und es ist sehr viel passiert und ich habe nicht so viel reden müssen und das ist manchmal auch ganz gut. Und von daher freue ich mich, wie es weitergeht, dass wir so weit gekommen sind und bin gespannt, was mit dem Kasim und überhaupt hier noch auf sich hat. Ich habe aber trotzdem auch so ein ungutes Gefühl hier. Also ich werde ja anscheinend, oder Satya wird ja hier auch beobachtet und ich hoffe, dass wir hier alle heil wieder rauskommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.